Kannst du uns was erzählen zu der Methode, die du entwickelt hast, die Gentle Touch Methode? Ja, gerne. Das Pferd steht für mich deshalb im Vordergrund, weil eigentlich jede Reitweise sich aus der Arbeit mit dem Pferd, aus der Zielsetzung eigentlich ergibt und ableitet. Mit dem Pferd beginnen heißt für mich die Psyche des Pferdes. An erster Stelle natürlich verstehen lernen, darauf eingehen lernen, denn wir müssen ja Pferde schulen, ausbilden, erziehen auch, damit sie ihr Verhalten vom Pferd zu dem eines Reitpferdes ändern. Und vor diesem Hintergrund ist das Verständnis für das Wesen des Pferdes für mich ein ganz, ganz wichtiger Einstieg. Aber natürlich auch die Kenntnisse über den Körper des Pferdes, die Möglichkeiten und auch Nichtmöglichkeiten eines Pferdes. Wir nennen das, oder der Fachbegriff ist die Biomechanik. Beides zusammen zu kennen, mit beidem zusammen richtig umzugehen, es in der Ausbildung oder in der Vermittlung an die Reiter entsprechend auch zu transportieren. Das ist für mich der Schwerpunkt. Und Reitweisen und Techniken des Reitens sollten sich immer daraus erschließen und nicht das Pferd in eine Form pressen, in der es psychisch oder körperlich sich nicht wohlfühlen kann. Also ist es eben wichtig, als Reiter ein Basiswissen über das Pferd zu haben? Ja, wie bei jeder anderen Tätigkeit auch, muss man das Basiswissen in der Theorie und nicht nur das Basiswissen, auch die Basisfähigkeiten, die handwerklichen Fähigkeiten erlernen. Und bei Tieren haben wir eine viel höhere Verantwortung, als wenn wir ein Musikinstrument oder spielen lernen oder eine Maschine bedienen lernen. Ja, und da liegt eigentlich mein Schwerpunkt, gerade in der heutigen Zeit ist zwar sehr viel Information verfügbar, verwirrt natürlich auch sehr. Und das Basiswissen bleibt meiner Meinung nach oft auf der Strecke, zumindest sehe ich das bei meinen Kursen und Seminaren. Und hier setze ich an. Es beginnt damit, dass ich, bevor ich reite, den Pferden ins Maul schaue und schaue, wie sieht es dort aus, die Zäumung, wie wirkt sie. Und ich komme immer wieder in Kursen und Seminaren mit Pferdeleuten, die schon 10, 15, 20 Jahre reiten, in Kontakt. Die haben noch niemals dem Pferd ins Maul geschaut oder geschaut, wie eine Zäumung wirkt.